Prinzessin Beatrice plus Prinzessin Eugenie, Date Night mit ihren Männern. Nach all den Strapazen der vergangenen Monate und den großen Veränderungen innerhalb des britischen Königshauses gönnten sich Prinzessin Beatrice, 34, und Prinzessin Eugenie, 32, Anfang der Woche eine wohlverdiente Auszeit vom stressigen Alltag. Gemeinsam mit ihren Ehemännern Eduardo Marpelli Mozzi, 38, und Jack Brooksbank, 36, ging es laut The Sun zum Doppeldate in der Londoner Royal Albert Hall. Dort saßen und feierten sie in der VIP-Loge, während ihr guter Freund Robbie Williams, 48, ein Konzert gab. Eugenies und Jacks Sohn August, 1, sowie Beatrice und Edos Töchterchen Sienne, 1, durften an diesem besonderen Abend wohl mal bei Oma und Opa bleiben. Am Remembrance Sunday sind jährlich am zweiten Sonntag im November aller Augen auf die britische Königsfamilie gerichtet. Es handelt sich dabei um den Abschluss der Zeremonien im Andenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Die Aufmerksamkeit der Royal-Fans weltweit wurde in diesem Jahr einer als besonders beflissen geltenden royalen Persönlichkeit zum Verhängnis. Dem Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth, 96, war ein unübersehbares Stilmalheur widerfahren. Prinz Edward, der zweite Herzog von Kent, 87, fiel durch eine Kleidungsspanne auf. Ein Detail, das im Internet sofort zum Thema gemacht wurde. Mir ist aufgefallen, dass an der Uniform des Herzogs von Kent heute ein Knopf fehlte, bemerkte der Blogger Gets Royals auf Twitter zu einem Foto des Herzogs vom gestrigen Sonntag. Ein auffälliger Fashion-Faux-Spaß, der dem gestandenen Mitglied der königlichen Familie in anderer Form offenbar nicht zum ersten Mal passiert ist. Der Herzog von Kent scheint dieses Jahr einige Probleme mit seinen Uniformen zu haben, so der Blogger. Während Trooping Color trug er seine Schärpe des Ordens des Heiligen Michael und Heiligen Georg auf der falschen Schulter. Kleine Missgeschicke, die dem sonst so gestandenen Repräsentanten der britischen Monarchie zwar nicht unbedingt gut anstehen, ihn dennoch herrlich menschlich machen. Sie haben News verpasst? Die royalen News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Twitter.com, Tesun, Co. UK.